Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming. Heute mit einem weiteren Video über die vorgestellten Mods bei Farming Simulator 22 Mods.com. Und zwar geht's gleich los. Wir starten hier erstmal auf einer Map, die heißt Big Fields XXL in der Version 1.0 und zwar von Soltan. Und zwar sehen wir hier uns gleich direkt mal das größte Feld an und das soll angeblich knappe 730 Hektaren groß sein. Ja, alles klar. Das ist eine Map, da gehe ich in einem separaten Video ein bisschen mehr drauf ein. Die wurde hochgeladen, wie gesagt, auf Farming Simulator 22 Mods.com und heißt Big Fields XXL in der Version 1.0. Okay, dann gehen wir gleich zum ersten Mod und zwar ist dies in diesem Falle hier der Peterbilt 389 Apache in der Version 3.0 für den FS22 hier. Ja, wie gesagt schon, das ist TFS Group, der diese Mods, die wir jetzt im ersten Teil besprechen, veröffentlicht hat. Ja, okay. Wir haben hier diesen schönen Peterbilt. Ganz typisch US-Style. Wir sitzen mal rein und hören sich uns mal an, wie sich das anhört. Dann gehen wir mal in der Außenansicht. Also ihr hört, der Sound ist extrem laut. Also wahrscheinlich müsste man hier dann noch ein bisschen ausbalancieren mit der Lautstärke des Gerätes, des Semis. Okay, der sieht sich folgendermaßen im Shop an. Das ist der Peterbilt 388 Apache Demolition hier. Schauen wir uns den im Detail an. Es gibt in der Konfiguration hier gibt es 18 verschiedene Konfigurationen des Gehäuses. Na, ich will jetzt da nicht auf jede einzelne eingehen, aber ihr könnt ja sehen, es gibt da einiges an Varianten. Okay, dann gibt es natürlich verschiedene Auspuffrohre, die verschiedene Konfigurationen. Hier auch verschiedene Scheinwerfer, wobei ich hier jetzt keinen großen Unterschied feststellen konnte. Ja. Dann hier natürlich der Bumper hier. Viele Sachen sind natürlich wahrscheinlich noch nicht fertig gemoddet in dem Sinne hier. Es gibt Sachen, da sehe ich keinen Unterschied, egal was ich dann einstelle. Also die Hauptfarbe zum Beispiel, wenn ich jetzt die auf Blau stelle, dann ist die wird der Innenraum angepasst. Aber außen bleibt es sich gleich. Ja. Designfarbe. Mache ich mal pink rein, sehe ich wahrscheinlich, ist es der, sehe ich jetzt nicht unbedingt, wo es sich die Farbe verändert, entsprechend zu der Designfarbe. Machen wir mal knallrot. Okay. Felgenfarbe, die verändert sich, das ist klar. Ja, okay, das ist das ist nochmal der Peterbilt 388. Wir sitzen nochmal rein. Ich habe vergessen, dass wir uns eben mal ein bisschen umschauen sollen oder können. Okay, das ist die Schlafkabine. Sehr detailliert. Schön.
Wir gehen zum nächsten Mod desselben Modders, und zwar ist es hier der Apache. Demolition Tipper works in der Version 1.0. Also wenn ihr sagt, ich hätte dazu keine Sorge getragen, dann gebe ich euch recht, denn ich zeige euch diesen mal in dem Shop. Wunderbar, das ist der hier. Und den gibt es einfach in dieser Version. Da gibt es nichts an Konfigurationen. Ja, hat einen ein Ladevolumen von 60.000 Litern. Wunderbar. Ja, das ist mal der. Den hängen wir jetzt gleich mal an. Also der kann abladen, LKW aufklappen. Ach so, die Option LKW auf und zuklappen ist die hier in dieser Version die dritte Achse. Das ist die auf und zuklappen. Dann abladen hatte nur wahrscheinlich nur eine nach hinten kippen. So, wir gehen gleich mal weiter zum letzten Mod von dem von demselben Modder. Ist dies hier das Silo Multifrucht und Fruit STP Station. Und zwar soll dieses Silo, das ist dieses hier, das ist das große Silo, soll alles, was möglich ist, auf der Karte zu haben und auch noch viel mehr zu lagern. Wir gehen mal runter, fahren mal rein. So, dann schauen wir mal, ob wir da unter dem Trigger stehen. Also klar. So, alles klar. Das Silo, ich mach mal den Motor aus, das ist extrem laut. Dann schauen wir uns mal an, also Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Hirse, Oliven, Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrübenschnitzel, Zuckerrohr, Saatgut, Mischration, Futter, Häckselgut, Hackschnitzel, Silage, Gras, Heu, Stroh, Streusalz, Mineraldünger, Schweinefutter, Kalk, Mist und dann wieder zurück zu Weizen. In der Beschreibung des Mods steht sogar, dass andere Sachen wie zum Beispiel Mehl, Brot, Kuchen, Butter, Käse und so weiter und so fort, alles was produziert werden kann, auch im Silo gelagert werden kann. Nur klar, hier ist dies jetzt noch nicht als Ausgabe gegeben, weil ich glaube auch die Produktionsstätte nicht gekauft habe. Auf jeden Fall, hier kann alles, inklusive Möbel können hier gelagert werden. Ja, okay, das ist das Silo Multifruits and Fruits STP in der Version 1.0. Okay, dann machen wir weiter mit dem Case IH Magnum T48 DEM Beast in der Version 1.0 von DJ Modding und Dutch Eagle Modding. Okay, das ist dieses Gerät hier. Wunderbar, das ist der hier. Wir schauen uns den gleich im Shop an und schauen mal an, was für Möglichkeiten diese bietet. Ja? Das ist dieser, der Magnum AFS Connect Series bei DEM und sieht sich folgendermaßen an. Alles klar. Also, wir haben hier an diesem Case hier stehen, in der Version momentan, in der 340er Version. Reifenhersteller ist Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein und Nokian Tyre möglich. Das ist die Standard-Reifenauswahl. Ne? Ich gehe nicht in die verschiedenen Reifenvarianten genau drauf ein. Da könnt ihr selber durchklicken.
Dann Design gibt es ein das US-Design und das EU-Design. Dann bei den Anhängerkupplungen geht es vor allem um die Frontaufhängung. Und zwar haben wir hier die drei Punkte. Dann haben wir 980 Kilo Gewicht, 650 und so weiter. Haben wir verschiedene Frontgewichte, die man anhängen kann anstatt des Drei-Punkte-Systems. Ja? Zur Motorausführung haben wir den 340er CVX Drive. Dann gibt es also der CVX, der 340er CVX Drive hat 374 PS. Dann der 380er CVX Drive hat 417 PS hier. Und dann haben wir den Magnum 400 Power Drive. Der gibt uns sage und schreibe unglaubliche 1000 PS. Ich weiß nicht genau, wie real das ist. Ich habe da meine Zweifel. Ja? Gut, Maximalgeschwindigkeit hier 70 km/h, 12,7 Tonnen schwer ist dieser Trecker. Ja, dann haben wir hier natürlich die ganz normalen Einstellungen für die Farbeinstellung. Man sei darauf geachtet, dass die Designfarbe nur hier hinten eine Auswirkung hat, ja, also nirgendwo anders hat das die Auswirkung, die Designfarbe ist nur für dieses Teil hier hinten gedacht, ja, okay, das ist mal zum Magnum IFS Connect by, Series by DEM und zwar in der Ausführung von DJ Modding and Dutch Eagle Modding, daher DEM, ja. So, der nächste Mod, den ich hier vorstellen kann, ist der John Deere 2100 Ripper. Und zwar handelt es sich hier um einen Pflug. Ja, vorgestellt wird dieser Mod von Schunschun 71, Reapers Mod und Blue Web. Ja, das ist, sieht sich im Shop folgendermaßen an. Der John Deere 2100 Ripper. Das ist dieser hier. Da gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten. Eine Arbeitsbreite von 6,80 Meter bei einem Gewicht von 3,5 Tonnen und einer benötigten PS-Anzahl von 220 PS. So, zum nächsten Mod haben wir Folgendes zu sagen. Das handelt sich hier um den Brent Avalanche, den 25690 in der Version 1.0. Es handelt sich hier um einen ganz schönen Überladewagen. Sehr schön detailliert. Sehr schön. Der Mod wird vorgestellt von NDMM Mod Creation. Backwards Modding and Mapping Mod Conversion. Ja, das ist der Brent Avalanche. Sieht sich im Shop so an. Die 2596er gibt es hier. Das ist die Version. Was ich gerade ein bisschen komisch finde hier, also ihr kann sagen, hier sehen hier, das ist die Waage. Ja, das ist die Version mit der Waage dabei. Dann, wenn ich die ausschalte, zahle ich einen Aufpreis, habe aber die Waage nicht mehr. Das müsste hier wahrscheinlich noch getauscht werden. Ja. Hier ganz klar haben wir drei Farbmöglichkeiten, wo bleibe ich zwei Farben wahrscheinlich fast sehr ähnlich sind, also sehr, sehr ähnlich sind. Ja, aber wir haben das Brentgrün und dann das John Deere Grün und das Case IH Rot. Ja, das ist dazu zum Avalanche 2596 Überladewagen mit einem Volumen von 88 Kubikmeter, 18,3 Tonnen und braucht, Vorsicht, 500 PS. Die nächste Mod, die wir vorstellen können, ist der Holaras Stego OY in der Version 22.1. Und zwar ist das der Modder Onkel Yogi. Der ist auch ziemlich aktiv und da schauen wir uns das, die Details gleich an. Also es handelt sich hier um ein Silage Rollgewicht, also um die Kreierung und um die Kompaktierung des Häckselgutes im Vasilo.
Und zwar habe ich hier stellvertretend für die Optionen, die Onkel Yogi anbietet hier, habe ich mal das Schwerste genommen. Also es gibt hier die Möglichkeit, den Stego für 3 Tonnen, 10 Tonnen und 20 Tonnen zu haben. Hier gibt es, im Original ist er 2 Tonnen, kann dann 1 Tonne Zusatzgewicht hinzugefügt werden. Arbeitsgeschwindigkeit ist auf 20 Kilometer. In der Arbeitsbreite von 4,9 Metern. Ja, das ist mal die kleinste Ausführung. Die mittlere Ausführung hat ein Standardgewicht von 5 Tonnen, kann mit einem Zusatzgewicht auf 10 Tonnen erweitert werden. Und auch hier 4,9 Meter Arbeitsbreite und Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h. Dann haben wir die Option, die hier vorne auf dem Hof steht. Und zwar ist das standardmäßig 15 Tonnen, kann mit 5 Tonnen erweitert werden. Und auch hier Arbeitsbreite 4,9 Meter bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h. Und für alle drei Optionen gibt es die Farbeinstellungen nach Belieben und eurem Geschmack. Okay, der nächste Mod ist der ELHO Yogio 1000 OY in der Version 22.2. Es handelt sich dabei um einen Steiner Sammler. Ja, okay, dann schauen wir uns auch im Detail im Shop an. Es scheint von außen gesehen jetzt gleich nichts etwas wirklich anderes zu sein als das, was im Spiel standardmäßig dabei ist. Reifenvarianten hier wieder Trelleborg, BKT, Wredestein und also die drei Varianten sind verfügbar. Kapazität, da wurde was geändert und zwar ist der Standard ist in der 2 Kubik dabei und dann hat er jetzt hier zugefügt eine Option von 10 Kubik und eine Option von 20 Kubik. Okay, hier kann die Farbe geändert werden nach eurem Belieben und eurem Thema. Zudem nochmal, also hier bis zwischen 22 Kubikmeter braucht eine Leistung von 120 PS, hat eine Arbeitsbreite von 10 Metern, also das ist fast verdoppelt worden. Und auch die Arbeitsgeschwindigkeit wurde hochgesetzt auf 20 km/h. Als nächstes stelle ich vor den Volvo 242-75 in der Version 1.0.0.1 und da der sieht so aus hier, der hat eine Leistung von 125 PS und da soll ein Sound Update gemacht worden sein und so weiter, ne? Also ich habe hier ein bisschen Bedenken, gerade von außen schon mal gesehen, also ihr seht hier die Texturen. Ist nicht wunderbar, also nicht perfekt hier. Und auch habe ich den Anschein, dass dieses Auto nicht auf dem Grund aufliegt, sondern schwebt. Gerade hier hinten bei diesem Hinterrad habe ich das Gefühl, dass es nicht wirklich aufliegt, ja. Schauen wir uns im Detail im Shop an. Da gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Das ist dieses hier. Und zwar kommt der Modder ist unbenannt, also ich habe nichts herausfinden können, von wem der Mod ist. Das ist dieses Teil hier, da gibt es gar nichts zu verändern, ist einfach so, wie es da steht. Gibt es nichts zu machen und auch hier die Rendering-Lags und Probleme hier, ja. Also da muss noch einiges gehen. Dann kommen wir erstmal zu zwei Radlagern. Und zwar haben wir hier einmal den Klaas Thurion, den 1914er. Also den Klaas Thurion 1914 oder Liebherr L556 X-Power in der Version 1.0.1 von Nord Modding. Den schauen wir uns im Detail an. Das hier ist die Version Liebherr. Schauen wir uns im Shop an. Und zwar ist es dieser hier, den Anturion 1914. Okay, hat Reifenmöglichkeit, Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Wredestein und Nokian.
Reifenvarianten. Wie immer werde ich nicht einzeln durchgehen. Dann gibt es die zwei verschiedene Designs. Einmal die Class-Version und einmal die Liebherr-Version. Das GPS kann zugestellt werden, wenn ihr den Mod installiert habt. Dann hier die Farbeinstellungen und so weiter. Dazu nochmal, der Turion 1914 hat eine Leistung von 224 PS. Eine stufenlose Schaltung, fährt maximal 40 km/h. Als nächsten haben wir den JCB 435S in der Version 1.0 von Land.dev. Sehen wir auch hier im Detail mal an. Sieht gut aus. Schön. Und dann sehen wir uns natürlich auch im Detail im Shop an. Der JCB 435S. Reifenhersteller möglich: Trelleborg, Michelin, Nokian, Continental, Mitas, BKT und Wredestein. Alle Marken hier vertreten. Auch hier die Reifenvarianten werde ich nicht im Einzelnen durchgehen. Felgenfarbe, die Farbe kann hier geändert werden zwischen dem Grau und dem Gelb. Der JCB 435S hat eine Leistung von 230 PS und fährt auch eine Geschwindigkeit von 40 km/h. Kommen wir zum nächsten Mod von der TFS Group, und zwar haben wir jetzt hier den Peterbilt 389 in der USA Version, Version 1.0. Na, das ist diese hier. Wir hatten ja auch schon eine 389er Version, und zwar war das die Apache Version in der 3.0, die hatten wir ja schon besprochen. Und das ist jetzt einfach eine andere Lackierung. Das hier deswegen auch nur ganz kurz in den Shop geguckt. Ist alles genau dasselbe geblieben, nur einfach die Lackierung ist anders, ja? Also einfach eine andere Lackierung. Alles andere ist genau XEQO. Dann kommen wir zu einem weiteren Mod von der TFS Group, und zwar ist es diesmal ein Scania. Auch ein schöner Truck, diesmal ein bisschen mehr europäisch, aber natürlich immer noch sichtbar, dass es eine US-Lackierung ist. Hier schauen wir uns das im Detail auch mal an. Okay, da haben wir verschiedene Designs, die wir auswählen können, was vor allem im Hinterbereich des Trucks zu finden ist, also und so weiter. Dann Motorenausführung, haben wir drei verschiedene Ausführungen. Einmal die hier 475 PS, dann haben wir eine 500 PS Ausführung und eine 575er PS Ausführung. Dann natürlich ein paar Farbveränderungen, wobei ich jetzt direkt nicht herausgefunden habe, was die beeinflussen. Ich kann mal versuchen, das hier, also ich sehe hier irgendwie keinen Einfluss auf die Farbgebung, egal was ich auswähle. Das ist der F22 Scania R1000 Mustang in dieser Version hier mit 575 PS und einer Maximalgeschwindigkeit von 100 km/h. Also ich mache weiter mit dem Kenworth T600 Daycab in der Version 1.0.1. Und zwar soll es hier eine Version geben mit 475, 500 oder 575 PS, Maximalgeschwindigkeit 100 km/h. Und wir schauen uns dies direkt im Shop an. Hier ist die T600 Daycab Ausführung von diesem Kenworth Truck. Und zwar hier haben wir die Möglichkeiten, das Design ein wenig zu verändern, hier im hinteren Bereich. Motorausführung haben wir wie 475, 500 und 575 PS. Die Hauptfarbe kann hier geändert werden und die Designfarbe entsprechend hier. Ja, okay. Machen wir es, damit es klarer wird, machen wir das so. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Preis 100, also in dieser Ausführung 100, fast 100, knappe 140.000. Ja, okay.
Und dann kommen wir hier zu diesem hier, das ist der Case IH Optum CVX Serie und zwar von Chefkoch. Chefkoch hat gestern auch eine Version des Case Optum und zwar in der FZ Edition gebracht. Falls ihr das Video verpasst habt, dann klickt oben rechts drauf, damit ihr das noch nachholen könnt. Ja? Zurück zu diesem hier, das ist der Case Optum CVX Serie in der Version 1.0. Und die schauen wir uns natürlich auch im Shop gleich an. Also hier der Case IH Agriculture Optum Series mit der Möglichkeit bei den Reifen auf Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Vredestein, Nokian auszuwählen. Die Reifenvariante wie immer spiele ich nicht alle durch. Rundum leuchten hier, das haben wir auch gestern gesehen, die Möglichkeiten, die wir hier haben, bis hin zu den Bars oben. Dann Ruder, Frontlader wie standardmäßig Hauer oder Quickie. Motorausführung 270 CVX mit 288 PS. Den Optum 300 mit 313 PS und wieder zurück. Ja, okay. Und hier hat man wieder eine gute Anzahl an Möglichkeiten der Veränderung der Farbgebung. Ach, wie gestern dasselbe. Das Farbschema hat sich nicht geändert gegenüber zum anderen Modell mit dem FZ-Serie. Alles gehabt, ja. Also 50 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit in dieser Ausführung hier mit 288 PS oder wie gesagt auf 313 PS, ja. Okay, wir kommen zum nächsten Mod und zwar ist dies hier der Exile Low Loader in der Version 1.2 von FS Construction und es ist klar sichtbar, dass es sich hier um einen Tieflader handelt. Okay, das ist das hier, das schauen wir uns kurz im Shop an, da gibt es auch verschiedene Versionen. Das sind diese Optionen hier und zwar Exile Build Tough und zwar Exile Low Loader und der Jeep, die Jeep Version, ja. Also der Front, den haben wir ja gesehen, draußen stehen. Da gibt es noch einen kleinen Rechtschreibfehler. Das müsste wahrscheinlich Guards heißen. Also ein Buchstabendreher hat sich hier eingeschlichen mit großer Wahrscheinlichkeit. So, das ist die hier. Wir haben auch hier ein paar Möglichkeiten zum Verändern der Farben. Und ja, das ist die Version direkt für den LKW. Dann haben wir die Version hier, um die ist dann auch an einen Jeep anzuhängen. Als nächstes stelle ich vor den 2016er Chevrolet Silverado 1500 in der Version 1.0. Sieht schön aus hier. Also, wir können sehen hier, die Außenspiegel, die können entsprechend herausgeklappt werden, wenn das ist auch definitiv schon mal eine schöne Option. Okay, die Abdeckung kann geöffnet werden. Ist ein bisschen komisch gerade hier. Der Anhängerkupplung kann höhenverstellt werden. Die Klappe kann aufgemacht werden. Okay, und da kann höhenverstellt werden. Wir sehen uns den mal im Shop an. Hier sichtbar der 2016er Chevrolet Silverado 1500. Hier die Möglichkeiten, die wir hier haben. Das Design gibt es verschiedene, ganz verschiedene Ausführungen. Dann gibt es auch hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Q5,
Kupplungen kann man auch verändern, was man haben braucht, was man braucht, was man will. Dann hat man hier die Möglichkeit, ein Hardcover drauf zu machen. Verschiedene Möglichkeiten auch hier. Kann man einstellen, ob man für was man den erstmal einrichten möchte. Transportmöglichkeiten, ja. Und dann hier die Spiegel, normale Standard und oder die die Breitspiegel. Dann hier Möglichkeiten zur Motorenausrichtung, also Einrichtung, also Auswahl. Getoppt bei 420 PS, also höher als 420 PS geht es nicht. Wunderbar, dann Reifenvarianten und so weiter, ja. Da haben wir auch einiges an Möglichkeiten zur Farbgebung. Wieder ein Diskothekenmobil. Okay, damit man ja Aufmerksamkeit erregt. Also Höchstgeschwindigkeit 120 km/h und so weiter. Das ist ein sehr schönes Modell, ja. Als nächstes kommen wir zum MMS Gewichtspack und zwar vom ACC Modding und Marcel MMS Agriline. Und zwar haben wir es hier mit einem mit einem Pack zu tun von verschiedenen Gewichten, die wir uns gleich im Shop ansehen. Das ist jetzt eine dieser Versionen. Im Shop sieht dies folgendermaßen aus. Wir haben hier das 1100er Kilo, also 1100er Paket, das 600 und das 400 Paket. Da gibt es einfach so, wie es da ist. Nichts groß zu ändern, außer der Hauptfarbe, die geändert werden kann. So, und dann haben wir dieses, das FHG. Das sieht so aus. Auch hier die Farbe kann geändert werden. Und dann zu guter Letzt haben wir den Stoßstangen, das Stoßstangengewicht. Das kann konfiguriert werden zwischen 300 und 800 Kilo. Verschiedenen Ausführungen. Und da kann auch noch ein Fanghaken angehängt werden, angebracht werden. Ja. Als nächstes haben wir hier den Milkshop, also den Milchshop, also das geht hier vor allem um ein Silo zur Lagerung von Milch, wie ich das verstehe. Kann gefunden werden im Baumenü und den Werkzeugen, okay, oder den Tools, also Gebäude, Tools und dann kommt hier diese Milchstation. Ein bisschen wahrscheinlich müssen wir hier den Namen ändern, weil ich verstehe das hier und im Milk Shop verstehe ich, wo Milch angekauft werden kann. Ja. Wenn ich allerdings hier hingehe, ist definitiv das Icon, das hier abgeladen werden kann. Also Verkaufspunkt ist es nicht, aber einfach ein Lagerpunkt. Okay, als nächstes haben wir hier ein Pack von Farmhäusern, Bauernhäusern im französischen Stil. Also wir haben hier diese drei Häuser hier. Das ist einmal, sieht so aus. Das ist das Farmhaus mit dem Trigger. Und da ist nochmal eines. Ne? Das ist so im alpin-französischen Stil gebaut. Und zwar finden wir diese hier und haben wir hier. Also Farmhäuser haben wir die drei verschiedenen. Also Landhaus 1, Landhaus 2 und Landhaus 3. 20, 30 respektive 40.000 Euro. So, jetzt, da man von einem jeweils nur eines derer platzieren kann, also sieht hier nur ein Gegenstand pro Hof erlaubt, dann haben wir hier, weil es hier der Schlafträger gibt, einen Hof, haben wir unter Dekoration, haben wir alle drei, aber ohne die Trigger. Ja, jeweils für 500 Euro. Also das habe ich hier gemacht. Ich habe da einen genommen mit Trigger und dann die beiden anderen als Dekoration hingestellt. Das ist das French Farm Pack in der Version 1.0. Und zwar ist das gemoddet worden von Oma Tana Spielt.
Das ist der Mod French Pack, French Farm Pack in der Version 1.0. Okay, dann haben wir hier der Mod Silos Connected System Version 1.0. Es soll sich dabei um 5 verschiedene kleine und große Farm-Silos handeln, die verbunden sind, ne, auf eine größere Distanz, so wie ich das hier verstehe. Also das heißt, man kann die auf verschiedenen Ecken in der Karte hinstellen und hat dann trotzdem nur ein Silo stehen. Ne? Also sieht sich folgendermaßen aus. Das ist hier dieses Pack hier, Fast and Curious Silo Connect System. Kleines mit 5 Millionen, dann ein großes auch mit 5 Millionen, dann hier ein Trigger, ein Abfülltrigger. Das kann man irgendwo hinstellen und das gibt dann sowohl, kannst du hier abladen, wie auch wie beladen. Eine Feldstation, das heißt, du kannst im Prinzip das auf jedes Feld stellen und das geht dann in dein Silo rein. Und dann kommt das große Farmsilo mit 9,9 Millionen Liter, also das wäre dann das große dieser Silos, ja. Dann gibt es noch einen Mod, den kann ich nicht zeigen, und zwar heißt der Mod Advanced Gameplay Settings in der Version 0.1, also 0.1. Das Advanced Gameplay Settings in der Version 0.1 soll verschiedene Aspekte des Spiels oder der Einstellungen einfacher machen. Jetzt ist es so, dass dieser Mod, wenn ich den in meinen Mod-Ordner reinmache, es so ist, dass ich dann im Shop nichts mehr einkaufen kann. Na, das also verschwindet also weder mieten noch kaufen. Also verschwindet alle Geräte. Also die Geräte sind da, aber man kann sie dann nicht kaufen im Shop. Ich hoffe, dass SCF Mod diese Situation erkannt hat oder erkennen wird und entsprechend Nachbesserung bringen kann. Okay, dann haben wir als nächster Mod haben wir den Misthaufen. Das ist die kleine hier. Das ist das, was als Mod angeboten wird, und zwar von Privat Sunnystar. Und zwar ist dieser Misthaufen darauf ausgelegt, dass der für Kleinfarmen gedacht ist. Also der große hier, das ist der im Standardspiel mit dabei ist. Der ist nur, damit wir hier einen Größenvergleich haben, das ist der standardmäßig mitgelieferte Misthaufen, und das hier ist halt für eine Kleinfarm, ne, gedacht. Das ist dieser Mod hier. So, das waren die Mods von heute von der Mod-Seite farmingsimulator22mods.com. Das sind die Mods, die seit gestern bis heute Mittag 12 Uhr veröffentlicht worden waren. Bitte lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn ihr solche Videos sinnvoll findet, und natürlich gerne auch ein Abo da lassen, damit ihr zukünftige Versionen dieser Videos nicht verpassen sollt. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Auf Wiedersehen, tschüss, adieu und au revoir.